Wenn ihr das erste Mal so eine Säge auspackt, das sieht schon nach was aus, oder? Er ist schon mächtig gewaltig. Ich habe schon mal geguckt. Beeindruckend, absolut beeindruckend. Aber mal im Ernst, das hätte ich von Bosch nicht erwartet. Boah, der hat es echt geschafft. Das ist wirklich Sägen auf einem anderen Stern. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools.tv. Mein Name ist Sebastian und das hier ist die Bosch GCM12 GDL und zwar die beste Kappsäge der Welt, die es überhaupt noch jemals geben kann und jemals geben wird und sowieso. Oder auch nicht, oder doch, oder wie, oder was? Nein, ihr habt mir eine Aufgabe gegeben und zwar, ich soll unbedingt die große Makita Kappsäge testen und deswegen steht sie genau da. Also da. Da. Genau, da steht sie. Und zwar so motiviert, wie die Kamerafrau eben war. Bin ich auch und zwar hoch motiviert, diese Säge mit euch anzuschauen. Aber im Gegensatz zu sonst ist es so, schaut mal hier, die Säge ist noch komplett verpackt, alles niegelnagelneu. Und wir werden heute die Säge komplett zusammen entdecken. Denn ihr sagt mir immer wieder, ich soll diese Säge mir anschauen, weil angeblich ist das ja die Säge, also die Kappsäge mit einem 305er Sägeblatt, die viel besser ist als diese Säge, vor allem was das Thema Absaugleistung betrifft. Und deswegen schauen wir uns das heute an, und zwar die große Makita gegen den großen Platzhirsch von Bosch. Und vielleicht haben wir heute ja eine kleine Überraschung und die Makita wird gewinnen. Ich habe keine Ahnung, weil ich habe sie noch nie in der Hand gehabt. Und natürlich, es ist Freitag und deswegen gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen. Und zwar heute einen 250€ Einkaufsgutschein. Alles, was du dazu machen musst, ist bitte unten in die Kommentare deine Meinung zu diesen beiden Sägen reinschreiben. Und ich bin sehr gespannt, vor allem auf diejenige, die die Makita-Säge schon sehr lange haben. Und bitte berichtet mal über eure Absaugleistung, über eure Themen. Was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut? Gerne auch beim Thema Bosch. Und ich hoffe, dass wir heute mit dem Video auf jeden Fall alle, die sich hier diese Säge gewünscht haben, was Gutes tun. Mann. Also ich sag euch, das Ding ist echt schwer. Okay. Da ist sie also. Sind sehr gespannt. Das ist immer eine tolle Ansicht. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Wenn ihr das erste Mal so eine Säge auspackt, das sieht schon nach was aus, oder? Er ist schon mächtig gewaltig. Schaut mal, hier an der Seite ist das Sägeblatt drin. So. Hier. Kartons. Handbücher. Und hier das, was sowieso keiner braucht. So. Hier, da wird spannend. Und zwar hier. Ein Doppelabsaugschnorchel. Ah, okay. Oh. Auf 3. 1, 2, 12. Auf jeden Fall können wir eine Sache über die Säge behaupten. Die ist schön schwer. Und sieht schon noch was aus, oder, Freunde? Also eine Sache sieht man auch gleich. Da fehlt was. Da müssen wir erstmal das Blatt gleich einbauen. Aber schaut mal hier vom ersten Eindruck. Sieht schon sehr hochwertig aus, ja. Da bauen wir die erstmal auf. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Schau mal hier. Was ist denn das? Das ist aber ganz was anderes als sonst. Das gucken wir uns auch gleich nochmal genau an. Also am Ende fühlt sich jetzt erstmal schon mal an wie eine normale Kappsäge.
Wenn auch hier der Mechanismus wirklich komplett anders ist. Ja, ihr kennt den normalen, diesen sehr weit ausladenden Mechanismus, wenn es wirklich weit nach hinten geht. Hier gleitet es aber nur bis zu einer bestimmten Achse nach hinten. Ja, finde ich gar nicht so interessant. Das ist die Sonderschnittstellung. Hier, ergo, hier kann man garantiert höher mit schneiden. Ergo, wenn ich das hier so hinstelle, dann komme ich hier hin. Wenn ich das hier hinstelle, dann kann ich nicht ganz so weit fahren. Schau mal, komm mal hier hin. Hier sieht man das. Ich kann also ergo das nicht ganz nach hinten fahren, sondern nur bis hier. Und dann werde ich weiter reinsägen können. So, wir müssen jetzt hier irgendwie das Blatt reinbauen. Das Blatt haben wir ja schon mal da, aber wo ist der Schlüssel versteckt? Also ins Handbuch schauen wir ja nie und deswegen haben wir das jetzt auch nicht gemacht. Und zwar haben wir jetzt den Schlüssel nämlich gefunden und der ist, also beim Spaß, ja. Also guckt bitte ins Handbuch. Da ist der Schlüssel. Und jetzt bauen wir mal, wenn ich ihn rauskriege, ich kriege das schon hin. Aber wir bauen jetzt mal das Blatt ein. So, wie man das kennt, falsch rum, hier einfach, jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt. Schaut mal hier, du kommst die Schraube da gar nicht dazwischen. Also muss ja ab. Und du? Also muss jetzt das hier auch noch ab? Nee, das kann nicht sein. Handbuch. Haben wir jetzt auf jeden Fall Sägeblatt drin, ja, wie ihr jetzt sehen könnt, mit Sägeblatt. Bitte schreibt mal unten in die Kommentare, falls ihr eine bessere Möglichkeit kennt, als diese Schraube hier zu lösen. Weil ich musste sie lösen, um das wegzuklappen, um dann ranzukommen. Laut Handbuch war das nicht nötig. Komisch. Naja, aber jetzt kommt das hier, nämlich das Interessante, die Zweipunktabsaugung. Und jetzt machen wir es auch mal ran. Kommt mal rum. Und zwar habe ich das schon mal erkundet. Man steckt das hier einfach hier drauf. Hier, rastet ein. Den hier, vermute ich mal, steckt man hier drauf. So. Und jetzt hat man hier einen Absaugpunkt, wo man ergo nach vorne und das hier unten mit absaugt. So, Maschine ist komplett ausgepackt und mein Ersteindruck ist, macht einen guten Eindruck. Also kann man erstmal nicht sagen. Macht einen sehr hochwertigen Eindruck auch von der Menge an Material, die verbaut ist. Auch die Logiken, aber das gucken wir uns gleich mal an, macht einen ganz guten Eindruck. Und sie nimmt halt nach hinten relativ wenig Platz weg. Also schon mal sehr interessant. Und das gucken wir uns gleich mal ganz im Detail an. Ich werde jetzt gleich Folgendes machen. Nein, wir kommen zum anderen Thema erstmal. Erstmal zum Thema Preis. Also zum Thema Preis. Wir sind hier bei beiden Geräten mal recht hochpreisigen Geräten. Und wie immer übrigens findest du unten einen ehrlichen Preisvergleich, denn je nach Verfügbarkeit kann das schon mal ganz schön schwanken. Und zwar sind wir hier bei Makita bei einem Preis von rund 700 Euro, so rund. Und wir sind hier bei Bosch bei einem Preis von rund 750 Euro. Und jetzt schauen wir uns mal die technischen Daten auch gleich an. Hier ist es so, dass beide Geräte sich schon in gewisser Weise unterscheiden. Beide Geräte haben recht starken Motor. Wir haben hier bei Makita 1800 Watt, hier haben wir 2000 Watt Eingangsleistung. Wie viel jetzt am Ende am Motor wirklich hängen bleibt, das kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht, aber sie nehmen etwa gleich viel auf. Was ein großer Unterschied ist, und zwar ist es hier so, dass wir bei Makita eine Drehzahl vom Sägeblatt haben, von 3200 Umdrehungen. Bei Bosch haben wir 3800. Das wiederum ist ein sehr großer Unterschied. Weil je schneller das Ganze dreht, umso feiner wird natürlich auch das Schnittergebnis. Beim Thema Gewicht unterscheiden sich übrigens kaum mit beide um die 30 Kilo. Was das Thema Gärung, Neigung und so weiter angeht, das schauen wir uns jetzt gleich im Detail an und vergleichen sie jeweils zur Bosch. Übrigens, wenn du von der Bosch noch Detailvideos haben willst, das allererste Video hier auf dem Kanal ist genau mit dieser Säge hier entstanden. Vor langer Zeit auf jeden Fall. Das verlinke ich dir mal hier oben und auch einige andere Kappsägen-Videos. Zum Beispiel, ich glaube, ein Video, was sehr interessant für dich sein könnte, ist das Thema Metabo KGS 315, die ja der Bosch schon mal das Fürchten gelehrt hat. Auch das verlinke ich dir hier oben. Und übrigens, weil ich es gerade noch nicht gesagt habe, natürlich werden wir auch sägen. Wir werden vor allem auch schauen, welche Höhe sie sägen kann. Und dann machen wir nochmal einen Sägetest zum Thema
Absaugen, bin ich sehr gespannt, denn ich glaube, es gibt gar keine Frage. Ja, natürlich wird die Makita gewinnen, weil es hat bis jetzt jede Säge gegen die Bosch gewonnen. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt noch schlechter als die Bosch absaugen kann. Einer der wichtigsten Punkte, sich übrigens für die Bosch GCM 12 GDL zu entscheiden, ist nicht nur die Schnittleistung in der Höhe und der Tiefe und so weiter, sondern auch die Tatsache, dass die Säge so wandnah positioniert werden kann. Genau deswegen habe ich diese Säge auch und habe sie auch hier in meiner Kappstation drin stehen. Übrigens, falls du meine Kappstation noch nicht gesehen hast, mit einer 5.1 oder so Absaugung, die verlinke ich dir auch mal hier oben, die übrigens super funktioniert. So, aber es ist ja so, wie tief ist die Säge denn hier eigentlich? Denn auch diese Säge hört hier hinten ja auf und trägt nicht weiter auf. Ja? Und so haben wir jetzt Folgendes, mein Zollstock. Jetzt messen wir doch mal nach, wie tief ist denn Bosch? Ja, schon 100 Mal gemacht, aber ich mache es zur Sicherheit nochmal. Bis da, wir sind hier so bei rund 83, 84 cm. Hier bei Makita sind wir bei rund 90 cm. Also hier, das ist der Unterschied. Ja? Für 6 cm haben wir hier entsprechend mehr. Das ist schon mal ein ordentlicher Unterschied, das heißt also 84 gegenüber 90 cm. Jetzt muss man noch bedenken, wenn die Säge schwenkt, das heißt, wenn wir jetzt hier so rumgehen, dass hier natürlich das auch in gewisser Weise noch ausholt. Hier ein bisschen die Absaugung, ein bisschen hier die Kanten. Das heißt, gebt der Säge hinten nochmal so 2-3 cm mehr. Das ist aber auch bei der Säge hier der Fall. Wenn die Säge hier hin und her schwenkt, dann braucht ihr auch nochmal so 2-3 cm mehr. Aber ihr könnt sie wirklich auf 2-3, vielleicht 4 cm an die Wand ranbauen und dann entsprechend damit arbeiten. Auch wenn sie hier 6 cm tiefer ist, ist trotzdem beachtlich, oder? Zur Vollständigkeit natürlich noch das Thema Breite. Das Ganze hier nicht ausgezogen, sind wir hier bei rund 67, 68 cm, muss man das ja mitmessen. Aber wenn wir das Ganze ausziehen, Moment, wir machen das auch mal gleich. Einmal komplett ausfahren. So, und ihr seht, wir haben das hier wirklich sehr weit ausgefahren und das ist schon recht stabil. Und hier haben wir eine Breite von rund 109 cm, 108, 109 cm. Ist also bedeutend breiter geworden. Schaut euch mal diesen Unterschied an. Und ich muss sagen, diese Auflage gefällt mir nach wie vor super. Wenn man diese Säge, ich sage mal, mobil betreibt, dann ist das schon ein probates Mittel, das Ganze hier mal auszufahren, um entsprechend eine längere Auflage herzustellen. Aber, falls ihr euch wundert, ich benutze sie nie. Schauen wir uns mal Makita an. Und hier haben wir eine Breite von 69 cm. Ja. Beziehungsweise, das ausgefahren, ausgezogen haben wir eine Breite von rund 94 cm. Wir sehen also hier bei Bosch kommen wir schon um einiges weiter, wobei man sagen muss, beide Verbreiterungen tun ihren Dienst und sind auch sehr stabil. Auch hier Makita, finde ich, ja, ist wirklich stabil. Gibt ein bisschen nach, ja, macht Bosch aber auch. Interessant finde ich hier, dass man die Anschlagbacken entsprechend versetzen kann. Ganz sinnvolle Sache. Aber erstmal schön, dass es hier eine entsprechende Verbreiterung gibt. Der größte Unterschied der beiden Sägen ist ja vor allem auch der Arm und wie der Arm funktioniert. Und jetzt schauen wir uns doch mal beide kurz an. Wir haben hier bei Bosch diesen Knickgelenkarm, sage ich jetzt mal. Ich kann das Ganze hier lösen und dann fährt der Arm hier entsprechend raus. Wenn er das fährt auch raus. So, fährt er hier entsprechend raus und ihr seht, wie das Ganze hier so vor sich hin knickt, gelenkt und so weiter. Ja. Das Ganze passiert absolut spielfrei und ganz, ganz weich. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwo so ein Rattern oder ein Ziehen habt oder so. Das Ganze könnt ihr hier wirklich mit einem Finger, ja, hier vor und zurück bewegen. Also es ist nichts, wo jetzt ihr wirklich Kraft ausüben müsst. Hier bei Makita ist es auch so. Wir haben hier das Ganze, das ist wirklich, ist cool gelagert und gleitet auch sehr, sehr weich. Ja, und hier kommen wir auch entsprechend, ja, bis zum Anschlag hier hinten hin und können hier wirklich sehr gut drauf rumgleiten. Jetzt gibt es die berühmte Handhabungsfrage. Wie steif sind diese Arme denn und kann man sie fehlbedienen? Und da gibt es diese mehr, dass es irgendwo ein Gerät gibt, das das nicht macht. Ich zeige euch gleich mal, was ich meine. So, also ich kann jetzt hier den Arm nehmen und kann jetzt hier das Ganze weiter runterdrücken. Das heißt, schaut mal hier, ich kann jetzt hier ein gewisses Spiel ausüben, noch nach unten. Ich kann auch, wenn ich möchte, und jetzt gehe mal einen ganz steilen Winkel hier rein,
Ich kann jetzt auch Folgendes machen. Ich kann jetzt auch jetzt von rechts nach links noch irgendwo bewegen. Ein bisschen. Schaut mal hier. Einen halben Millimeter rechts nach links. Und jetzt schauen wir uns mal Makita an. Hier ist es so, dass wir hier auch das Ganze nach unten bewegen können. So. Und wir können es auch von rechts nach links bewegen. Das ist aber keine Sache, wo ich sagen würde, da liegt eine von beiden weiter vor. Und übrigens, schaut euch gerne mal bei Helden der Werkstatt ein Video an zur Festool KS120, die macht das auch. Das ist ganz normal, weil entweder müsste man jetzt nochmal 20 Kilo Stahl hier reinbauen, dass das nicht passiert, oder man könnte auch einfach mal sagen, dass man sein Werkzeug nicht falsch bedienen sollte. Denn natürlich drückst du nach unten. Und wenn du eine Überblattung nur machst, ergo die Tiefe in der Säge begrenzt, dass sie nicht ganz bis unten durchsägt, dann fängst du ja nicht an, da wie irre dran zu ziehen, sondern du hast einen gewissen Punkt und das ist der tiefste Punkt und dann bist du fertig. Ja? Und du fängst auch nicht an, an der Säge rumzuzerren. Insofern würde ich sagen, beide machen hier einen guten Dienst. Wir kommen gleich zur Schnittleistung, keine Angst, aber erstmal interessiert uns das Thema Gehrung und Neigung. Erstmal, welche Winkel können wir denn hier eigentlich einstellen? Bei der Gehrung ist es so, dass wir hier bei Bosch, und schauen wir uns das hier mal an, hier steht es nämlich auch, hier haben wir 52 Grad. Und 60 Grad. Hier bei Makita haben wir volle 60 Grad links und rechts. Und man kann das auch wunderbar sehen, wie schön sich das Ganze schwenken lässt. Schon echt gut. Die Verstellung hier ist übrigens ganz klassisch. Ich kann natürlich das Ganze hier hochziehen und dann kann ich einfach einen beliebigen Winkel einstellen. Ja? Und jetzt schaut mal hier zum Beispiel bei 22,5 Grad rastet er auch ein. Ja? Und bei allen Gradzahlen hier mit einer entsprechenden Rastung. Hier, da rastet es ein, da, da und so weiter. Ja, sodass wir hier die Standardwinkel haben, wo es einrastet. Wir können das Ganze auch so machen, dass es nicht festzuhalten ist. Einfach so einstellen. Dann können wir es auch nahtlos einstellen. Oder ich kann es dann auch einfach auf irgendeine bestimmte Gradzahl stellen und festziehen. Das war's. Hier drüben bei Makita sieht es genauso aus. Ich kann auch einfach hier das Ganze runterdrücken, kann hier einen beliebigen Winkel nehmen, kann das Ganze hier festziehen, ja, bin an einem bestimmten Winkel, kann aber auch das hier nach unten drücken, ja, nee, so rum, so, so. Ergo, wenn ich das hier nach unten drücke, dann ist es ganz frei, so rum besser gesagt, oder ich ziehe es hier nach oben, dann ist die Rasterung eingestellt und dann schaut mal wieder hier, haben wir die klassischen Raster 15, 22, 25, 30 und so weiter, ja, wo das Ganze dann entsprechend rastert. Hier klarer Punkt für Makita, wir haben hier ergo eine größere Gehrung, die wir einstellen können. 60-60 gegenüber 52 und 60. Wobei man jetzt sagen muss, braucht man auf beiden Seiten 60. Aber egal, ich will es gar nicht relativieren, Makita kann hier mehr. Leider, für alle Leute, die sagen, Bosch ist das einzig Wahre, haben wir jetzt auch das Problem, auch bei der Neigung ist es so, dass wir hier 1 Grad mehr einstellen können. Und zwar ist es hier bei Bosch so, dass wir 47 Grad einstellen können und bei Makita können wir 48 Grad einstellen. Ich zeige dir mal kurz, wie. So, hier bei Bosch ist es so, dass wir hier diesen großen Hebel haben, um das Ganze zu lösen oder entsprechend zu arretieren. Also wir müssen das Ganze hier erstmal rausziehen. Dann, ganz wichtig, vorher müssen wir das Ganze hier lösen und nach hinten ziehen. So, und das Ganze müssen wir auf beiden Seiten machen, erstmal zur Sicherheit. Auch hier lösen, rausziehen, so. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das Ganze entsprechend hier so zu neigen und können so jetzt sägen. Und ihr seht schon hier hinten, hier sind wir bei 45 Grad. Ja, und wir können das Ganze natürlich noch weiter tun, indem wir hier vorne wieder, also hier im vorderen Teil, hier sagen, dass wir es auf 47 Grad einstellen wollen. Dazu entlasten wir es mal kurz, stellen es auf 47 Grad und dann ja, können wir jetzt 47 Grad einstellen. Übrigens haben wir hier noch einen Rasterpunkt. Wir können das Ganze hier noch zurückziehen nach vorne und dann rastet es bei 22,5 auch entsprechend ein. Ja, hier ist nichts mehr zu tun und dann können wir entsprechend sägen. Das Ganze geht natürlich nach rechts und nach links, aber halt nur bis 47 Grad. Und ich persönlich finde die Verstellung von hier vorne eigentlich sehr schön, denn wir können hier einfach den Winkel einstellen, können hier das Ganze fest oder lose machen. Jetzt könnten wir das Ganze auch wieder hier lösen. Moment, so.
nach hinten, so, so und fest ist das Ganze. Und schon kann ich wieder normal sägen. Makita geht einen ganz anderen Weg und zwar hier ist es so, dass wir diese Anschlagbacken komplett entfernen. Und zwar hinten haben wir eine kleine Flügelmutter und dann kommt das hier komplett raus. Wir haben zwar immer noch einen Anschlag, aber noch hier einmal so, komplett raus. Und jetzt können wir es verstellen. Und zwar ist es so, dass wir jetzt hier oben die Verstellung haben. Hier. Und zwar müssen wir hier das Ganze drehen. So, und jetzt können wir das Ganze hier noch entsprechend nach unten fallen lassen. Ja, und um das Ganze jetzt hier wieder zu fixieren, müssen wir es hier wieder festdrehen. So, und dann ist es fest. So, und jetzt können wir es wieder drehen. Jetzt sehen wir hier an der Stelle, dass wir hier bei 45 Grad sind. Ja? Und jetzt wollen wir es meinetwegen auf 48 Grad haben. Dafür haben wir hier diesen Schieber. Hier steht auch 48 Grad drauf. Schaut mal hier. Ich kann das Ganze nehmen. Und jetzt bin ich hier bei 48 Grad und habe hier eine entsprechende Winkeleinstellung. Hier haben wir entsprechende Rasterpunkte, die wir einstellen können. Jetzt haben wir hier 22,5. Ja? Und dann hier dann die... Moment, wieder rausziehen hier. So, und hier haben wir noch die 33,9. Ja, das können wir hier recht einfach einstellen. Und wir können es übrigens auch in die andere Richtung natürlich bringen. Dann müssen wir einfach nur auf den Knopf hier drücken und dann kommen wir auch in die andere Richtung. Im Grunde habt ihr doch auf zwei Momente gewartet, oder? Wie hoch ist die Schnittleistung und wie ist die Absaugung? Und jetzt haben wir hier ein Stück Holz und zwar haben wir hier einen Balken, der ist genau 10 cm hoch. Den halten wir jetzt mal rechts dran und mal links. Ich bin gespannt. So, hier bei Bosch sehen wir, das schauen wir mal genau hier hin, sehen wir, dass wir hier da noch ganz knapp, ja, so 2-3 mm haben, also 10,03. Ja, haben wir hier. So, hier bei Makita schauen wir mal. Ja, kommen wir hier auf jeden Fall auch durch. Wir könnten jetzt hier weiter runterdrücken, dann würden wir es nicht mehr schaffen, aber können hier ohne Probleme. Ihr seht das ja auch hier von der Sägehöhe, dass wir da durchkommen. Ich muss nachher mal schauen, wenn wir hier auf der Höhe stecken bleiben, ob wir da unten in der Ecke, schaut mal da unten in die Ecke, ob wir dann da unten noch durchkommen. Aber das wird sich zeigen. Aber wir haben bei beiden so rund 10 cm Höhe. Wir haben gesehen, die sind beide etwa gleich auf, so mit knapp 10 cm beide. Aber, wir hatten vorhin gesehen, wir haben eine Sonderschnitthöhe hier beim Makita. Und die schauen wir uns mal an, und zwar hier an der Stelle. Wenn wir diesen Hebel hier setzen, ja, dann ist es so, dass man das Ganze hier nicht mehr komplett zurückfahren kann. Ja, so, also es stoppt hier an der Stelle, wird einfach mechanisch gestoppt. Dadurch erreichen wir hier eine gewisse Sägestellung, in der wir einen höheren Schnitt machen können. Das ist besonders erstmal geeignet für Sockelleisten oder ähnliches, um sehr hohe Teile sägen zu können. Aber das, was wir hier haben, ich habe schon mal geguckt. Beeindruckend, absolut beeindruckend. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt hier mal ein Stück Holz, das habe ich etwas gekürzt. Jetzt sind wir bei knapp 17,23 mm. Und jetzt schaut mal hier, ja, ich kann jetzt wirklich 17 cm in der Höhe schneiden. Das ist doch der Wahnsinn. Und auch hier, wenn ihr euch das anschaut, auch nach vorne kann ich eine entsprechende Tiefe schneiden. Wir messen das mal. Wir haben hier eine Tiefe von 6 cm. Ja, sogar etwas mehr als 6 cm. Das heißt, dass wir bei Makita einen Balken, der 6 cm Breite hat, oder ein Stück Holz, sagen wir es mal, der 6 cm Breite hat, und 17 cm hoch ist, einfach hier reinstellen können und schneiden. Einfach so. Ohne drüber nachzudenken. Einfach so. Mal gucken, was Bosch kann. Hier bei Bosch haben wir hier keine Sonderschnittstellung in dem Sinne, aber auch hier haben wir eine Erhöhung, dass wir hier etwas höher schneiden können. Ich zeige euch das mal. Wenn wir jetzt hier sind, haben wir hier zwischen dem Sägeblatt und dem hier eine Sonderschnitthöhe, in der wir sägen können. Und ich gucke mal, ob das Ganze hier reinpasst. Nee, knapp nicht, aber wir könnten es schneiden, wir könnten das schon schneiden, aber dafür haben wir hier viel weniger Tiefe, ja, wir haben hier bedeutend weniger, ihr seht ja hier schon, das ist die Tiefe, die wir überhaupt schneiden können,
Hier haben wir eine Tiefe von rund 3 cm, die wir schneiden können. Jetzt schauen wir mal von der anderen Seite, weil man muss ja von beiden Seiten schauen, ob es passt. Hier ist es so, dass ich das zwar reinbekomme, aber auch nur so und dicker darf es dann nicht sein. Das heißt, wenn wir hier in der Sonderschnitthöhe arbeiten, dann haben wir eigentlich nicht diese Riesenhöhe, sondern haben wir vielleicht so 14 cm, die wir hier effektiv nutzen können über die Länge. Und ich muss dann auch ein bisschen von Hand rausziehen. Also hier ist es in der Sonderschnitthöhe schon wirklich etwas schwieriger. Ich zeige euch das hier nochmal bei Makita. Hier haben wir das Ganze wirklich auf voller Breite. Ich nehme auch mal das Holz, tue das hier rein und ihr seht jetzt hier, ja, überhaupt kein Problem. Da kommen wir wirklich auf die ganze Breite. Ihr seht also beim Thema Schnittleistung ganz klarer Pluspunkt pro Makita, wobei wir jetzt nochmal ausprobieren müssen nachher das Thema Schnittleistung von 10 cm. Aber das werden wir nachher ausprobieren, wenn es an das Thema Absaugung geht. Ich möchte euch noch eine Sache zeigen und zwar ist das Thema Schnitttiefenbegrenzung. Das kann ich auch von hier hinten machen. Und zwar haben wir die hier. Hier haben wir Schnitttiefenbegrenzung. Ergo, wir können das hier so ein bisschen reindrehen oder rausdrehen. Ja, und wenn wir das dann hier entsprechend runter tun wollen, dann sieht man hier, ja, jetzt kann ich es ganz raus tun oder ich kann die Schnitttiefenbegrenzung einstellen. Und dann seht ihr hier, komme ich nicht mehr ganz bis nach unten. Ja, habe hier entsprechend einen gewissen Abstand. Einfach hier wieder rein und dann komme ich wieder komplett runter. Ja, das finde ich eine super Lösung. Und hier bei Makita ist es genau gleich gelöst. Auch hier habe ich einen Hebel, den ich entsprechend reindrehen kann. So, ich mache es mal auch ein bisschen. Habe hier unten, ich denke mal, das kann man hier vielleicht sehen, habe ich hier einen Hebel, den ich vorziehen kann. So. Und kann jetzt meine Schnitttiefe begrenzen. Jetzt sieht man auch wieder hier, ja, ich komme nicht ganz durch. Übrigens, denkt dran, das Kabel ist rausgezogen. Ja, deswegen kann ich hier rumhantieren. Hier entsprechend ist es begrenzt. Oder ich drücke es wieder rein. Und ich komme komplett runter. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, und jetzt kommen wir nämlich auch gleich zum Thema Sägen. Wir werden gleich jetzt verschiedene Sägetests machen. Einerseits mit einfachen Balken, so wie hier. Andererseits auch wirklich mit einer sehr langen Strecke, die schon sehr unfair ist, weil in dem Moment ist die Absaugung wirklich ja am schwierigsten zu gewährleisten. Aber das wirst du gleich sehen. Aber erst einmal ein anderes Thema, und zwar haben wir hier das Thema Kabel. Wenn wir jetzt mal beide Kabel zusammennehmen, dann haben wir hier... Hier ist jetzt Makita zu Ende und jetzt kommt hier Bosch noch dazu. Also das Makita-Kabel, muss man wirklich sagen, ist echt kurz. Ich habe eine Sache noch ganz vergessen euch zu zeigen und zwar das Thema Niederhalter. Hier bei Bosch gehört der hier mit zum Lieferumfang. Den steckt man einfach hier hinten rein. Dann kann ich hier, wenn ich möchte, noch die Höhe einstellen. Ja. Und dann heißt es hier kurbeln, kurbeln. Kurbel. Hier bei Makita haben wir so einen kleinen Wackeldackel hier. Auch den können wir hier entsprechend hier hinten einsetzen. Können das dann hier auch verstellen. Ja. So. Und können das dann auch hier entsprechend feststellen. Um es mal schnell zu machen, auch hier einfach zack, runter. Wir können es ja mal machen. Ja. So. Fest. Und dann. War es zu weit eingestellt. Moment. So. Und fest. Wir haben jetzt hier einen Balken mit knapp 7,2 mal 7,5 mm. Jetzt machen wir hier mal 10 Schnitte. Zack, 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 zack. Ich zeige euch jetzt mal den Dreck, aber wir müssen leider hier schon bei Makita anfangen, denn der Dreck ist von da bis auf die Makita raufgefallen. Schaut mal hier. Also hier ist der ganze Dreck hier von der Bosch, auf der haben wir gelandet. Naja, fangen wir mal hier an. Also, machen wir weiter. Hier haben wir ganz gut Dreck hier hinten. Ja, an der Stelle. Wir haben hier auch ganz gut Dreck an der Stelle.
Und wir haben hier jetzt Dreck und vor allem, seht ihr da, natürlich auch. So sieht es jetzt bei Makita aus. Wir sehen hier ein bisschen Dreck dort. Hier hinten auf dem Boden sehen wir fast gar nichts. Das sind minimale Spuren hier. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Hier ist auch ein kleines bisschen. Oben auf der Maschine eigentlich gar nichts. Und nur hier ein bisschen grober Dreck. Also wesentlich besser als dort. Also ich würde ja mal sagen, das war sehr interessant. Und das, was ihr wolltet, nämlich dass ich diese Maschine hier teste, weil die Absaugung hier besser sein soll, ist ganz klar schon mal bestätigt worden. Gleich kommt noch der Hardcore-Test, wo ihr seht, dass es richtig schlecht ausgeht. Für welchen von beiden wirst du gleich sehen. Aber ich habe eine Sache vergessen und ich habe noch einige Sachen euch zu zeigen. Und das mache ich jetzt kurz zwischendurch. Nämlich Nummer 1, Schnitthöhe habe ich euch gezeigt, aber nicht die Schnitttiefe. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier bei Makita haben wir irgendwas zwischen 37,5 und 38,5 cm. Je nachdem, wo es denn hier entsprechend eintaucht. Hier bei Bosch sind wir irgendwo im Bereich bei rund 34 cm. Beide Sägen haben übrigens einen ganz klaren Schwachpunkt. Und zwar, es sind beides Rechtshänder-Sägen. Ganz klar. Ja, weil ich muss hier anfassen und dann kann ich sie entsprechend runterdrücken. Ja. Und das ist bei Makita genau das Gleiche. Übrigens, lass uns kurz nochmal über den Griff hier sprechen. Um hier das Ganze, Moment, ich stelle es kurz mal fest, um hier das Ganze runter zu drücken, muss ich das hier lösen und dann kann ich es runterdrücken. Und dann kann ich auch hier entsprechend starten. Ja, ich kann die Säge nicht runterdrücken und das ist der Sicherheitsmechanismus, ist, dass ich es nicht runterdrücken kann. Starten kann ich sie jetzt hier trotzdem. Bei Makita ist es etwas anders. Und zwar ist bei Makita so, ich kann es jederzeit hier nach unten bringen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber ich kann es nicht einfach so starten. Schaut mal hier. Sondern ich muss diesen Knopf hier drücken. Ich finde das nicht ganz so gut gelöst, weil ich kann so greifen. In dem Moment, wenn ich so greife, kann ich beides drücken. Ist, glaube ich, dafür gedacht, eher so zu drücken. Ja, also so mit dem Daumen hier rauf zu drücken. Oder ich kann es halt einfach so mit der ganzen Hand machen. Aber auf jeden Fall ist es so, das ist eine ganz klare Rechtshändersäge. Und jetzt gibt es noch einen Punkt, und zwar das Thema Laser. Beide Sägen haben einen Laser, den möchte ich mal zeigen. Wir sehen jetzt hier den Doppellinienlaser von Bosch, aber ich habe hier auch extra ein bisschen Schatten gemacht. Wenn ich das wegnehme, sieht es so aus. Kein Laser. Laser. Kein Laser. Laser. Naja, also mit ein bisschen Sonne ist hier nichts mit Laser. Jetzt sind wir hier bei Makita. Makita hat nur einen einzelnen Laser. Aber hier sehen wir wieder Laser. Hoch, kann man immer noch halbwegs sehen. Laser. Ein bisschen Laser. Laser. Ein bisschen. Hier bei Makita ist es so, dass der Laser hier auf der linken Seite ist. Dadurch ist es für Linkshänder noch schwieriger, die Säge zu bedienen. Du hast gerade den Laser gesehen und bei beiden Lasern ist es so, dass sie jetzt nicht wirklich super hell sind an einem normalen Tag. Ich habe hier ein Oberlicht und dadurch ist es so, dass wir hier Tageslicht drin haben. Und bei Tageslicht kann man den Laser eigentlich wirklich ganz im Ernst, man kann ihn vergessen. Weil man sieht es quasi gar nicht. Wenn du innerhalb einem Gebäude bist, beziehungsweise etwas schummriges Licht hast, dann geht es halbwegs. Aber man muss ganz klar sagen, bei Bosch hast du einen Doppellinienlaser, das heißt, du kannst auf beiden Seiten sehen, wo du anlegst und genau wo der Schnitt ist. Hier hast du es nur auf einer Seite beim Makita. Und deswegen ist es so, dass man bei Bosch als Linkshänder zumindest halb gute Karten hat, überhaupt irgendwas hier machen zu können, wenn man einen Laser benutzt. Bei Makita weniger. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Laser allgemein relativ selten benutze. Ich reiß mir die Stelle an, setze die Säge nach unten, gucke, dass ich es ordentlich angelegt habe und dann säge ich entsprechend. Ich nutze den Laser eher selten. Jetzt kommt der Hardcore-Test. Und zwar ist es so, wir haben jetzt hier einen sehr großen Balken mit einer Höhe von 10 cm. Ich zeige es euch nochmal hier. Wir haben hier
volle 10 cm und einer Länge von, ich muss selber gucken, 30 cm. Und das ist jetzt der Punkt, wo es für Bosch eigentlich, wir wollen ja die Absaugung uns angucken. Ja, also nicht nur die Absaugung, sondern wir gucken uns jetzt bei beiden an, klappt das oder klappt das nicht. Können wir das überhaupt sägen? Aber jetzt ist ja das der Endgegner für Bosch, und zwar aus folgendem Grund. Ich nehme das hier und lege das mal drunter. So. Und dann werdet ihr Folgendes sehen. Und zwar ist es so, dass ich, wenn ich das hier ansetze, schaut mal von hier, da, nee, von der anderen Seite, von hier. Schaut mal hier. Hier seht ihr Folgendes. Ich komme hier nicht durch. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ja, hier die Tiefe geht, und zwar hängt es hier hinten am Absaugtrichter. Das heißt also, ich muss bei Bosch den Absaugtrichter abbauen. Es geht nicht anders. Ansonsten würde ich es abreißen. Der Vorteil, den ich hier habe, ist, ich kann das überhaupt abnehmen. Das heißt, wir machen das einfach mal zusammen. Ihr seht das hier. Ich kann das einfach nach vorne hier wegklappen. So. So. Und jetzt noch nach hier. Und schon ist das Ganze ab. Ich kann es auch einfach wieder nachher dran machen. Hier seht ihr, ist eine kleine Stelle auch gerissen jetzt über die Zeit. Aber ansonsten ist es okay. Hier bei Makita ist das so, dass das Ganze hier unten so weich ist, dass es funktioniert. Das werdet ihr gleich sehen. Wir haben jetzt übrigens einen Doppeltest. Und zwar Nummer 1, können die beiden Maschinen das überhaupt? Und Nummer 2, wie ist das Absaugergebnis? Und ich werde, das ist eine schwierige Sache, ich werde 3 Schnitte machen. 3 Schnitte. Also was für mich heißt, dass ich wahrscheinlich einmal von oben bis unten voll bin mit Sägemehl. Aber wir werden das trotzdem durchziehen. Wir machen 3 Schnitte und dann gucken wir uns das Absaugergebnis an. Also so sieht es von unten aus, so sieht es hier oben aus, aber das ist ja noch harmlos. Ach so, so sieht es da jetzt aus, so sieht es jetzt da aus, und hier oben haben wir interessante Sachen. Ja, und hier und da, und jetzt haben wir die auch wieder dreckig, und ach Freunde, hören wir auf. Freunde, ich muss da glaube ich nicht viel zu sagen. Hier auf dem Boden ist eigentlich gar nichts. Hier vorne ist ein bisschen Dreck. Ja, hier auf dem Stück Holz. Hier seht ihr so gut wie gar nichts. Hier an der Maschine auch nur ein bisschen. Hier hinten ist auch nur ist ein bisschen das, was ihr da seht. Das ist alles von dem Gerät. Das ist nicht von ihm selber. Und hier oben ist auch fast gar nichts. Ich muss sagen, hier ist ganz schön staubig, aber ihr habt das Ergebnis ja gerade gesehen. Also bei Bosch ist es wirklich, ich habe es hier extra mal ein bisschen zur Seite genommen, so sieht es hier hinter Bosch aus. Ja. Hier habe ich nichts. Also bei Makita kann ich nicht mit dienen. Da ist wesentlich weniger Dreck. Vor allem natürlich auch hier, weil es nicht anders geht mit der Absaugung. Ja. Wenn ich jetzt ein Zentimeter, 1,5 Zentimeter weniger genommen hätte, also ein 8er Balken meinetwegen, hätte ich mit Absaugung sägen können, aber es wäre nicht wesentlich besser gewesen. Ich habe jetzt zahlreiche Videos schon mit ihr gemacht, und hier ist die Absaugung eigentlich immer ähnlich
bescheiden gewesen. Also ich sage bewusst bescheiden, nicht das andere Wort. Und ich muss eine Sache noch nachliefern. Ich habe vorhin gesagt, naja, wie ist das bei 10 cm Schnitthöhe? Wird er bis zum Ende durchziehen? Ergo, da unten in der Ecke hatte ich euch ja gezeigt, wird er da wirklich das Ganze sägen. Und ihr seht jetzt hier überall, hat wunderbar geklappt. Also alle drei Schnitte immer komplett durchgekommen. So, jetzt kommen wir zu einem Fazit. Und das ist gar nicht so leicht. Beziehungsweise es eigentlich ist anders. Es war selten so leicht, ein Fazit zu ziehen wie hier an dieser Stelle. Und eigentlich ist dieses Video sogar richtig gut. Und ich muss ehrlich sagen, ihr habt mit mir jetzt zusammen das Ganze hier erkundet. Ich hatte vor heute Morgen oder bevor wir hier angefangen haben zu drehen, die Säge noch nie in der Hand. Wir haben sie zusammen ausgepackt und so weiter und so fort. Und eine Sache wird mir ja immer wieder unterstellt, und zwar, dass wir hier ein Bosch-Kanal sind. Muss man ganz klar sagen, das höre ich immer wieder. Und immer wieder sage ich, nein, sind wir nicht, weil weder Bosch noch Makita bezahlt hier irgendwelche Testergebnisse oder. Aber heute müssen wir ganz klar sagen, dass Makita hier das bessere Ergebnis geliefert hat. Und zwar um Längen. Wirklich erstaunlich, was Makita hier abgefeiert hat. Es ist einfach so, die Maschine ist auch kompakt. Ja, sie ist 6 cm waren es, glaube ich, 6 cm tiefer. Das ist aber auch der einzige Vorteil, den Bosch hier heute zeigen konnte. Und zwar, dass sie 6 cm weniger in der Tiefe hat. Bei allem anderen, bei der Absaugung ist sie auf jeden Fall besser. Bei der Gärung ist sie besser, bei der Neigung ist sie besser. Das sind Nuancen, die finde ich gar nicht so wichtig. Bei der Schnitthöhe ist sie gleich gut. Bei der Sonderschnitthöhe haben wir ein bedeutend besseres Ergebnis. Ja, 17 cm hoch, 6 cm tief. Also, da kann man echt nichts sagen. Ja, bei Bosch war es so, dass ich dieses, ich sag mal, das Brettchen durchsägen konnte auf der entsprechenden Höhe. Ja, das sind alles so Punkte, die ganz klar hier für Makita sprechen. Es gibt noch einen Punkt, den ich in den Kommentaren schon mal ein paar Mal gelesen habe. Viele von euch haben uns ja gebeten, diese Säge hier zu testen. Und einige haben unten drunter geschrieben, ja, es gibt aber einen ganz klaren Negativpunkt. Und zwar, das Sägeblatt läuft rau oder unrund. Erst einmal, es läuft genau gerade. Ja, es gab ja auch schon Sägen, die hier so ein bisschen so gewabbelt haben. Das Sägeblatt läuft gerade, kein Thema. Aber wenn man das anmacht, dann hat man so ein leichtes, so eine ganz leichte Vibration und dann strengt er sich an, die Power loszulassen. Da reden wir so von, wir probieren es aus. Sekunde, wir probieren es aus. Wir stecken sie nochmal rein. Wir stecken es nicht da rein. Das soll ja nicht so laut sein. Wartet. Wir probieren das aus. Das Kabel ist zu kurz. So, jetzt haben wir es drin. Und jetzt hört mal, ihr hört das, glaube ich, auch. Ja, ich mache es nochmal. Der Ton, wir regeln das ein bisschen runter. Aber du hörst in den ersten anderthalb Sekunden vielleicht. Und dann geht es erst los. Das ist der Moment, wo sie wirklich etwas rauer läuft. Das hat Bosch nicht. Bei Bosch ist es so, von Anfang an sehr hohe Laufruhe. Ob jetzt das Thema Sanftanlauf wäre noch ein Thema. Beides laufen relativ sanft an. Also es ist nicht so, dass sie jetzt los mit den Arm hier abreißen, wenn ich das hier unten habe. Kann ich das nochmal zeigen, wenn ich jetzt hier irgendwo unten stehe. Also hier frei und jetzt hier von der Seite auch noch nicht richtig in der Hand. Also ihr seht, man merkt ein bisschen die Kraft, ist bei Bosch aber exakt dasselbe. Das ist wirklich exakt dasselbe. Das heißt, wir haben heute wirklich ein wirklich wichtiges Video gemacht, nämlich eigentlich haben wir den König hier ein bisschen entthront. Die GCM 12 GDL. Meine eigene Säge hier zudem. Es ist schon ein bisschen komisch, jetzt hier rüber zu gucken, aber jetzt ist, wie es ist. Und denkt dran, es gibt noch einen dritten im Bunde, und zwar die Metabo KGS 315. Wenn ihr noch mehr Videos in dieser Riege hier haben wollt, schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Kommentare, welche der beiden Maschinen ihr vorne seht. Ja, ich habe heute leider keine Punkte vergeben, aber ich glaube, ihr habt das Video ja gesehen. Das war relativ eindeutig. Und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Insofern sage ich jetzt mal, ran an die Kappsäge und bis zum nächsten Mal.